Wir haben hier noch ein Video, was ich mir nochmal angucken wollte, und zwar Clan-Kriminalität in Nordrhein-Westfalen. Da bin ich mal gespannt, Digga. In Duisburg. 90 Polizisten unterwegs. Sie durchsuchen Läden, durchwühlen Schubladen, klären Verbrechen auf. Wir sind dabei. Ich weiß nicht, wen es interessiert, aber das ist auf jeden Fall die Karre vom Eigentümer hier. Das ist ein bisschen komisch, würde ich sagen, ne? Das ist doch reiner Schwachsinn, was Sie jetzt gerade sagen, oder? Nee. Sagen Sie doch mal ehrlich, soll ich das wegschmeißen? Ja, also Clankriminalität ist ein großes Problem in Deutschland. Allgemeinkriminalität ist ein großes Problem, ne? Er ist der Kopf des Polizeiteams. Ich bin Alexander Dürselus, Polizeipräsident für Duisburg, und wir starten gleich in einen großen Kontrolleinsatz im Gaststättenbereich, um dort Clanstrukturen aufzuhellen und zu bekämpfen. 20.46 Uhr. Einsatzbesprechung. Ein Team aus über 100 Einsatzkräften, Polizei, Zoll, Steuerfahndung und Ordnungsamt bespricht die heutige Razzia. Die Stimmung? Angespannt. Mittendrin? NRW-Innenminister Reul. Es ist jedes Mal ein Einsatz, wo man nicht weiß, was am Ende rauskommt. Und ich habe mich jetzt schon länger hier, ganz am Anfang dieser größeren Razzien, auch immer allen gesagt, ihr müsst nicht heute Abend hier 5 Leute verhaften. Das ist gar nicht die Idee. Die Idee ist, stören, nerven, zeigen, dass der Staat da ist. Aus. 21.16 Uhr. Abfahrt in den Duisburger Norden. 18 Minuten, dann erreichen wir Objekt 1. Eine Trinkhalle. Eines anonymen Hinweises zufolge ein Treffpunkt für Clankriminelle. Doch im und am Laden nur normale Kunden. Ein Mann spricht kein Deutsch, wird zu einer Dolmetscherin gebracht. Doch auch er ist am Ende unauffällig. Dann sind die Zollbeamten am Shisha-Tabak interessiert. Also eins kann ich euch sagen, diese ganze Gesetzeslage-Thematik um E-Zigaretten, Shisha, das ist so ein ganz großer Bullshit, Digga. Die Polizei ist für die Leute, die das ausführen, so die Gesetzeslage. Aber Digga, das ist so ein ganz großer Quatsch, Digga. Warum? Erklären wir ihn gleich. Laut Gesetz müssen Tabakverpackungen ein Steuerzeichen, eine Banderole am Verschluss haben. Öffnet man die Packung, wird der Streifen zerrissen. Damit soll verhindert werden, dass Händler tricksen, Packungen illegal neu befüllen und steuerfrei ins Regal stellen. Die dürfen so nicht im Regal stehen. Ja, aber das ist doch reine Schwachsinn, was Sie jetzt gerade sagen, oder? Nee, es ist doch kein Schwachsinn. Wenn die Kunden kommen und gucken und dann reißen, ja, wo soll ich denn wissen, dass er aufgerissen hat? Da guckst du doch nicht jede Tabak nach. Doch. Was für Schwachsinn ist das? Da sind doch alle Rechnungen vorhanden. Also das ist jetzt wirklich ein großer Schwachsinn, was Sie mir jetzt gerade sagen, Steuerfahndung. Wenn Sie sagen, okay, die sind aufgerissen, nehme ich mit, ist okay. Aber so ein Kommentar können Sie nicht. Hören Sie doch auf. Würden Sie den Kunden hinter die Theke laufen lassen und eine Zigarettenschachtel? Zigaretten ist das Gleiche. Ist offen für die Kunden, das sehen Sie doch. Also da können Sie mir jetzt sagen, der Unterschied zwischen Zigaretten und dem Tabak? Tabak können die Kunden dran, da können die nicht dran. Das macht ja gar keinen Sinn. Wieso macht das keinen Sinn? Ja, wenn Sie jetzt kommen und reißen jetzt auf, ich bin da am Bedient, wo soll ich denn wissen, dass Sie aufgerissen haben? Meinst du, jede Minute kontrolliere ich auf einer, der aufgerissen hat? Das ist Ihre Pflicht. Das ist Ihre Pflicht. Ach, was für ein Schwachsinn, ja. Kann sein, aber... Also die Polizei, die Steuerfahndung macht nur ihren Job da. Ich kann ihn auch nachvollziehen. Wir wissen alle, wie das ist. Manche Leute machen die Packung auf, wollen mal den Tabak riechen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck dieses Einsatzes wegen 5 aufgerissenen Tabakdosen, also einen Aufriss zu machen. Ne? Die Kunden, die kommen und reißen auf, was soll ich da machen? Soll ich jede 5 Stück wegschmeißen? Nein, nein. Oder misch was rein. Nein, guck mal. Wenn du den Deckel hier aufmachst, dann ist da unter noch Alufolie. Das heißt, er kann die gar nicht neu befüllen, weil, und theoretisch gesehen, weil da ja noch Alufolie verschlossen ist. Leute machen aber so eine Dose, diesen Deckel, den schwarzen Deckel auf, weil sie mal riechen wollen und machen dadurch die Steuerbanderole hier kaputt. Sagen Sie doch mal ehrlich, soll ich das wegschmeißen? Das sind 20 Euro, die der Mann, der verdient ja mal gerade mal 80 Cent von der Scheiße hier. 80 Cent verdient der da mal. Und wenn die Banderole kaputt ist, soll er jetzt eine Anzeige dafür kriegen. Also die Zollbeamte, ehrlich, die machen noch die Geschäftsleute, kleine Geschäftsleute kaufen. Die sollen mal in den großen Fische gehen, jagen, aber nicht uns hier. Die Durchsuchung des Ladens ergibt keine Anhaltspunkte für Schwarzarbeit. Dann finden Polizistinnen im Hinterhof einen Luxussportwagen. Ich weiß nicht, wen es interessiert, aber das ist auf jeden Fall die Karre vom Eigentümer hier. Der Mann da war. Ein Tabakladen ist da natürlich ein Riesenabfluss. Dann gehört ja dazu, komisch, würde ich sagen, ne?
Da hast du aber einen Fund gemacht. Ein Sportwagen, ja, ui. Direkt mitten im Beschlagnahmen. Mindestens. Das ist nichts Gönnerei für mich. Preis 80.000 Euro. Ja, und jetzt? Was wissen Sie zu dem Maserati draußen? Ja, warum? Kann doch stehen, oder? Ist doch nicht schlimm, oder? Kann doch stehen. Ob der Wagen legal erworben wurde, werden die Beamten noch ermitteln. Halten wir mal fest, okay. Das Einzige, was in dem Laden, wo klar sein soll, ob es so ist oder nicht, wir wissen es nicht, aber wir können nur das wahrnehmen, was uns hier gezeigt wird. Der Laden ist komplett sauber, keine Schwarzarbeit, keine klaren Leute. 4 aufgerissene Tabakdosen von Kunden aufgerissen. Und im Hinterhof steht ein Sportauto, was sich der Chef, wo wir nicht wissen, ob der vielleicht 3 oder 5 oder 10 Läden hat oder vielleicht noch andere Geschäfte hat. Und jetzt heißt es, ja, ob der legal erworben ist oder nicht. Ah, Bruder, tut mir leid, bis jetzt absoluter Quatsch, die Doku. Clan-Mitglieder findet das Team in diesem Objekt heute nicht. Ja, oder auch seit Jahren Arbeit, also total affig bis jetzt, ganz großer Quatsch. Bei Clans denken viele an große Namen, blutige Revierkämpfe, skandalöse Raubzüge, spektakuläre Gerichtsverfahren. Doch das Clan-Milieu in Deutschland reicht weiter. Allein in NRW zählt die Polizei 113 kriminelle Clans. Jedes 5. Strafverfahren hat hier einen Bezug zur Clan-Kriminalität. Häufigste Straftaten? Drogengeschäfte, Raub, Bedrohungen, Körperverletzungen. Doch die Aufklärung von Clan-Strukturen ist schwer. Deshalb setzt Minister Reul auf eine Strategie der 1000 Nadelstiche. Kleine Delikte aufspüren, um Clans in die Ecke zu drängen. Ja, okay, jetzt weiß ich auch, woher der Wind weht. Das ist einfach ein kleines Propagandavideo für ihn als Politiker. Der nächste Einsatz. Ein anderes Team macht einen großen Fund in einem Lokal, 100 Meter entfernt. Der Polizeipräsident geht sofort los. Wir bleiben dicht dran. Jetzt bin ich mal gespannt auf den großen Fund. Wir haben den Bericht bekommen, dass es dort vermutlich illegale Glücksspielautomaten gibt. Das Lokal, eher ein fragwürdiges Hinterzimmer. Innenminister Reul und Team 2 sind schon da. Wir sind hier reingekommen, haben geguckt, was hier los ist. Man denkt, das wäre eine kleine Kneipe, aber hier gibt es gar keinen Ausschank, sondern es gibt eigentlich nur Automaten. Die stehen hier fröhlich rum. Die Profis erkennen sofort, die Automaten sind manipuliert. Ein legaler Glücksspielautomat ist so programmiert, dass sie maximal 60 Euro in der Stunde verlieren können. Das ist bauartbedingt so. Beim Illegalen ist das natürlich nicht so, da sind viel höhere Verluste möglich. Es gibt keine Grenze an diesen Automaten. Da kannst du reinstecken, so viel wie du willst. Eine Falle für Spielsüchtige. Hier ist der Kollege schon. Ein Abschleppteam kommt sofort, bringt die Automaten zu einer geheimen Polizeisammelstelle. Dann der nächste Fund. Vielleicht bin ich da auch einfach abgehärtet, aber solche, also nicht böse gemeint, ich will jetzt auch niemanden ans Bein pissen. Solche Automaten stehen in jedem Café, also gefühlt stehen solche Automaten in jedem zweiten Laden. Also sogar in irgendwelchen normalen Dönerläden und ach, keine Ahnung. Also ist jetzt kein großer Fund. Ist natürlich etwas, was nicht sein sollte, okay, verstößt gegen das Gesetz, aber ist jetzt kein Riesenfund. Also es wird so dargestellt gerade, das muss man mal, also wenn wir das mal hier, oder bei den Fischen, es wird so dargestellt, Spielschutz und die Glücksspielfalle und so. Also wir leben in einem Land, Deutschland, wo in jeder Großstadt, in jeder Kleinstadt, selbst mit ein paar tausend Einwohnern, 4, 3, 4, 5 Casinos stehen. Also es gibt so viele Spielotheken in Deutschland. Da kann mir niemand erzählen, dass es hier irgendjemanden um die Glücksspielsüchtigen geht und dass man die schützen will. Das ist absoluter Quatsch. Also spielen halt sprießen aus dem Boden, wie Sand am Meer. Komplette Fernsehwerbung auf dem Samstag, Sonntag oder auch in der Woche ist voll mit Glücksspielwerbung. Die komplette Bundesliga, komplett Sky ist voll mit Glücksspielwerbung für Spielanbieter, für Sportwetten. Und also wirklich, also erzählt mir hier nichts von Spielschutz oder so ein gequälter Scheiß, Alter. Das ist ganz großer Schabernack. Nebenan. Aber da ist eine Kasse, die ist nicht, das aussieht wie eine Schwarzkasse mit ziemlich viel Barcode drin. Tatsächlich, hinter dem Tresen eine Kasse. Darin tausende Euro. Der Barbesitzer spricht nicht Deutsch, braucht eine Dolmetscherin. Er ist erst aufgebracht, zeigt sich dann aber einsichtig. Sie sind natürlich nicht immer einverstanden dann damit, dass wir jetzt hier mit so einem Großaufgebot in ihre Läden gehen und schauen, was da los ist.
Ja, es geht einzig und allein natürlich. Warum wird da so ein dicker Aufriss gemacht? Weil an den Automaten natürlich gespielt wird, ohne dass es versteuert wird. Nur darum geht es. Wir wissen es alle. Die Strafen für Steuerhinterziehung sind in den meisten Fällen deutlich höher und werden härter bestraft, härter geahndet als auch an Minderjährigen und ähnliches. Der ein oder andere hat ja auch was zu verbergen und dann sind die natürlich auch nicht gut gelaunt. Plötzlich muss sich das Einsatzteam beeilen. Jemand hat den Einsatz gefilmt und ins Netz Was? Ja, wir schnacken, Digi. Ciao, ciao. Gestellt. Der Großeinsatz ist aufgeflogen. Bei Facebook. Ist das... komisch, Digga. Der Großeinsatz ist aufgeflogen. 10 Autos in der Straße. Jemand hat das gefilmt. Was ein Skandal, Digga. Wir sind aufgeflogen. Scheiße, Alter. Unsere Tarnung ist aufgeflogen. Auf Facebook hat man schon die ersten Videos gesehen. Und natürlich sind dann auch unser Klientel, die Leute, die wir kontrollieren wollen, natürlich auch gewarnt. Och, das ist ja... Also, das hätte man ja auch... Scheiße, das hätte man ja vorher nicht wissen können, dass wenn man mit 20 Wagen in einer Stadt ist, dass sich das schnell rumspricht, dass Razzien gemacht werden. Mann, Alter, die unauffällige Tarnung ist aufgeflogen. Also, Digga. 23 Uhr, jede Minute zählt. Mhm. Doch die nächsten Bars, in denen Clanmitglieder sein sollen, sind wie ausgestorben. Komisch. Überall leere Gasträume. Komisch. Man kommt, also, Digga, das ist der Bruder, also, das ist eine der dämlichsten Dokumentationen, die ich jemals gesehen habe. Wenn man will Clans hops nehmen, Digga, man fährt nicht gleichzeitig zu allen Gaststätten, sondern fährt sie Stück für Stück ab. Und eins ist wie das kleine 1x1, die Clans sind untereinander vernetzt. Selbst Clans oder Gangs, die miteinander verfeindet sind, haben noch einen größeren Feind und die ruft man an unter 110. Das heißt, wenn ihr in der Gaststube XY seid und da abhaut, wird bei der anderen Gaststube angerufen, bei der anderen Bar. Und da wird gewarnt, selbst wenn sie schlimmste Feinde sind, sie haben nämlich einen größeren Feind, nämlich die Polizei. Also, Digga, das ist reine Propaganda und auch so eine schlechte, Alter. Kurz nach Mitternacht beendet Digga. Der Polizeipräsident den... Und das wird von unseren Steuergeldern bezahlt, ne? Nur mal ganz kurz als kleiner Funfact. Das bezahlen wir alles. Einsatz. Wovon wir jetzt schon ausgehen können, ist, dass an einigen Orten Schuldner der Stadt angetroffen wurden, die dort dann per Taschenpfändung Schulden begleichen mussten oder durften. Fazit des Einsatzes: Die Kollegen haben 47 Kilo Shisha-Tabak sichergestellt, 2 Gaststätten wegen Sicherheitsmängel geschlossen. Nadelstiche gegen Clankriminalität. Ja. Aber wirklich. Das war nichts, Digga. Also das war wirklich nichts. Hat sich ja richtig gelohnt, Alter. Also das war Propaganda. Aus meiner Wahrnehmung war das ein Propaganda-Video für den einen Politiker da. Quatsch war das.